Hallo, sage ich dann mal an. Hallo Leute, herzlich willkommen. Es gibt eine kleine Premiere jetzt hier mal. Zum ersten Mal gibt es heute Abend einen kleinen Frage-Antwort-Stream auf meinem Discord-Server. Den verlinke ich euch. Und geht weiter. Ihr könnt jetzt in diesem im Live-Chat eure Fragen mal in den Live-Chat schreiben und die werde ich dann hoffentlich alle nachher beantworten. Ankündigungen gibt es jetzt im Discord schon mal. Das ist heute Abend gibt es nochmal einen Stream. Ist auf meinem Discord-Server. Wie gesagt, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Es gibt dabei eine Runde Open Klong. Ich mache mal meine Tonleiser. Okay. Dazu gibt es eine Runde Open Klong. Also dieses Spiel hier ist ein Linux-Spiel, ist nicht sonderlich großartig. Ist ein Spiel einfach nur. Es ist quasi ein Spiel. Art Minecraft, aber es gibt halt Sprengstoff und sowas. Ich kann einen Vulkan in die Luft jagen, wenn ich Bock hätte. Mache ich jetzt nicht. Ich finde die Raketen viel besser. Wesentlich besser. Macht mir viel mehr Spaß. Es könnte vielleicht zu kleinen Leckproblemen kommen, aber wie auch immer. Ich werde jetzt die Fragen, natürlich kann ich jetzt hier nicht beantworten, denn der Spiel ist eine Premiere. Gibt zwar einen Live-Chat. Ich bin während der Premiere alles online und so weiter. Werde vielleicht mit euch mitchatten eine Runde. Ist jetzt ein bisschen, wie gesagt, ich streame live Discord. Kurze Bitte, da gibt's keinen Live-Chat. Ich beantworte nur eure Fragen. Ich möchte, dass ihr alle eure Kameras ausschaltet und Mikrofon. Ich möchte auch nichts hören. Ich will einfach nur, wie in einem Livestream gerade. Also es gibt einen Voice-Reiter live. Habe ich schon alles eingerichtet vorhin und jo, sollte funktionieren. Ich bin dann nachher, bin ich dann live. Und ja, das wär's dann. Mehr muss ich jetzt euch eigentlich gar nicht sagen. Überlegt euch Fragen, schreibt sie in den Live-Chat. Ich bin ja während der Premiere online. Ihr könnt ja wissen, ich bin während der Premiere online. Das ist die Raketen. Yep, die sind durchgekommen. Yep, die sind durch. Ich sehe hier kein Wasser. Okay, wir haben einen schönen See. Okay, wir haben jetzt hier mal einen schönen See entstehen lassen. Das sieht ganz gut aus. Okay. Wir haben hier einen schönen See entstehen lassen. Okay, wir haben sogar den Vulkan angebohrt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin jetzt wesentlich froh darüber, weil ich wollte den Vulkan so anpacken. Den haben wir jetzt angepackt. Der See hier, den ich vorher noch gesehen habe, der ist weg. Nur so, wenn ich hier in der Lava bin, passiert mir nichts. Nur wenn ich in der Lava schwimme, dann passiert mir was. Ich kann zumindest jetzt hier keinen Raketenstart mehr draus machen. Jetzt will ich mal die Map nochmal eine neue machen. Neue Map. Jetzt keinen Bock hier jetzt drin mal so viel zu schneiden. Hallo Balti. Nur so gesagt, ich habe Meerschweinchen. Und eins davon heißt Balti, der schläft gerade so süß. Mein Gott. Ach, egal. Wir wollen keine Tiere haben. Und jetzt gibt es mal eine kleine Explosion-Runde. Ein paar Explosionen. Sehen wir mal weiter. So. Okay, wir haben jetzt hier den Männchen, das heißt Klonker. Nee, Klonk. Nicht Klonker. Das ist das Männchen, das heißt Klonk. So. Und das. Ah! Nee, jetzt habe ich mir nicht mal Sprengstoff dabei. Ich kann den Vulkan ja gar nicht in die Luft jagen. Quatsch, wie kann ich den Vulkan noch in die Luft jagen? Er wird auch in die Luft gejagt. Mit ganz schön viel TNT und ein paar Granadas. Ich mach den Vulkan jetzt. Gut, diesen schwarzen Stein, oder was auch immer das ist, lila, schwarz, egal, wenn ich gut drin bin. Dieser schwarze Stein, ich sag jetzt einfach mal, es ist schwarz. Es sieht auch schwarz aus, aber es sieht ein bisschen blau aus. Egal, ganz egal. Dieser Stein da, der ganz dunkle. So, besser. Dieser Stein da, den kann man in die Luft jagen, aber man kann ihn nicht mit, man kann ihn mit Dynamit in die Luft sprengen, aber man kann ihn nicht mit einer Spitzhacke abbauen. Das geht nicht. Ich sehe, dass ich den Vulkan schon ziemlich tief runtergeschneidet. Dann wird er nämlich zu diesem Stein und dann kann ich den mit der Spitzhacke abbauen. Aber ansonsten geht es nicht.
seht ihr hier, dass ich hier nochmal ein paar Kisten aus Versehen hingeplatziert habe. Dann nehme ich mir gleich mal die Kiste. Und immer 5 Dynamitstangen in einer Kiste. So, dann nehme ich nochmal ein paar Granaten. Nicht Feuer zünden, mache ich sowieso nicht. Wozu auch? Vielleicht auch Versehen Stiere genommen, die ich gar nicht brauche. So, die droppe ich einfach rein. Werden auch von alleine gezündet, hoffe ich mal. Und wie sieht's aus mit den Granaten? Ich habe sie alle in die falsche Richtung gelegt. Alle in die falsche Richtung. Verweht, da muss da noch mal was hin. Dann werde ich mir gleich mal einen Fallschirm holen. Ich werde zu 85% sterben. Fallwirm. Heißer Ballon. Agiert aber wie ein Fallschirmschlucker. Ah, ha, knapp. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier kommt dann nochmal ein paar Fallschirme. Brauche ich nicht mehr. Hier sind ein paar Granaten, das wollen wir jetzt einfach mal anzünden. Mit dem Dynamit. Hier mit der Granate, die ich zünde. Ich glaube, es ist einfacher. Weißt du, weg? Ach, egal. Hier schon. Kann ich die aufsammeln? Kann ich die aufsammeln? Nee, aber ich kann hier hochklettern. Geil. Die nochmal wegschmeißen hier. Und tschüss. Und du auch, Dynamitstange. Dann nochmal 5 Granaten. Oh, okay, schon alle. Weg sind sie. Gesprengt haben sie ordentlich. Ich bin auch gestorben, weil die mich vorher gesprengt haben. Kann ich ja mal zeigen, Granaten kann man sich selbst mit umbringen, indem man die Granate jetzt einfach zündet. Ohne dass man sie wegschmeißt. Aua. 19 HP. Da sieht man, die hat ordentlich abgezogen. Also falls ihr Fragen habt, dann kommt heute Abend auf meinen Discord-Server im Sprach-Dingsbums live. Und ich hab's live genannt. Okay. Geht in das Live-Menü. Vielleicht richte ich nochmal ein Chatfenster ein. Live-Chat nenne ich es dann irgendwie so in der Art. Genau! Damit geht es jetzt weiter. Das wäre es dann. Wenn ihr Fragen und Probleme habt, kommt auf meinen Discord-Server. Schreibt es jetzt in den Chat, die Fragen schon mal. Und schreibt auch Fragen auf den Discord-Server. Ich werde sie alle beantworten. Versuche ich. Je nachdem, wie viele es werden. Genau. Tschüss, Leute.